Newsflash. Kurz, subjektiv und ab. Noch in diesem Monat soll der letzte große DLC für Fallout 4 erscheinen. Die Erweiterung hört auf den Namen Nuka World und soll, genau wie für Harbor, ein neues Gebiet mit dazugehöriger Singleplayer-Questline bieten. Auf der Website des SteamDB kann man seit einigen Tagen bereits die Größe des kommenden DLCs einsehen und die ist mit 3,67 GB nochmal knapp 1 GB größer als der Vorgänger. Im Internet munkelt man nun, was die Ursache dafür sein könnte. Ist die Map wirklich noch einmal größer als Verhaber? Wie viel Spielzeit steckt im neuen DLC? Und wann zur Hölle kommt endlich der Mod-Support für die PS4? Eine wirkliche Antwort lässt sich leider bisher auf keine der drei Fragen geben. Meine Vermutung wäre ja, dass die Map im Vergleich zu Verhaber zwar kleiner ist, aber mehr neue Texturen und Meshes hinzugefügt werden, was zumindest die Größe des DLCs erklären würde. Kleine Zusatzinfo zum Schluss, laut SteamDB sind die Sprachdateien in Verhaber aber größer als in Nuka World. Wird also im neuen DLC mehr geballert und weniger gelabert? Naja, mal schauen. Alle PS4-Besitzer dürfen jetzt einmal kurz aufatmen. Unsere Konsole wird nämlich noch eine ganze Weile lang nicht zum alten Eisen gehören. Zumindest, wenn man Sony glauben darf. In einem Interview mit NTV hat der deutsche PlayStation-Chef Uwe Bassendowski nämlich folgende Aussage getroffen. Wir wachsen mit der PlayStation 4 noch. Warum sollen wir jetzt schon eine neue Generation bringen? Die PS1 hatte 9 Jahre, die PS2 10 Jahre und die PlayStation 3 8 Jahre. Sie hat mindestens noch einmal so viel Zeit vor sich, wie seit dem PS4-Release vergangen ist. Wenn man jetzt also bedenkt, dass die PlayStation 4 Ende November 2013 auf den Markt kam und nun 1 und 1 zusammenzählt, dann bedeutet das, dass ein Nachfolger der PlayStation 4 frühestens 2019 auf den Markt kommen sollte. Abgesehen von der PlayStation Neo, versteht sich. Nvidia hat vor einigen Tagen die zweite Version der GTX 1060 vorgestellt. Im Gegensatz zu ihrem Pendant bietet die Karte nur noch 3 statt 6 GB V-RAM und auch die Shader-Anzahl sinkt noch einmal von 1280 auf 1152. Beim Grund- und Boost-Takt hat sich hingegen nichts getan. Hier läuft die Karte immer noch mit knapp 1500 bzw. 1700 MHz. Auch die Größe des Speicherinterfaces sowie die Geschwindigkeit des Videospeichers sind gleich geblieben. Dieses Light-Modell der GTX 1060 hört auf den Namen GTX 1060? Moment, Nvidia, habt ihr da nicht irgendwas vergessen? Alles klar, dann herzlichen Glückwunsch zum Facepalm der Woche. Ich sehe schon, wie komplett PCs mit leistungsstarker GTX 1060 Grafikkarte angepriesen werden und dann diese Krücke verbaut haben. Kundenfreundlich wie eh und je. Wie dem auch sei. Die neue GTX 1060 kostet in den USA $199, dürfte also nach allen Zuschlägen bei uns ungefähr für 220 Euro angeboten werden. Mein Tipp an alle, dann lieber die RX 470 mit 4 GB Speicher oder aber noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und sich eine echte GTX 1060 oder aber sogar eine RX 480 mit 8 GB VRAM holen. Mit den 3 GB Videospeichern der neuen 1060 werdet ihr in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr lange Spaß haben. Schon seit einiger Zeit hat Nvidia das Grafiktool Ansel angekündigt, mit dem es möglich sein soll, unglaublich hoch aufgelöste Screenshots zu erstellen, die auch noch 360 Grad Unterstützung bieten sollen. Nun wurde das Tool auch in das Rollenspiel The Witcher 3 Wild Hunt eingebunden und bietet so den Spielern die Möglichkeit, wunderschöne Momentaufnahmen innerhalb des Spiels zu machen. Die Auflösung der Screenshots soll bis zu 63K betragen, was ungefähr 33 mal hochauflösender als Full HD ist. Neben der hohen Auflösung bietet Ansel auch die Möglichkeit, die Kamera frei zu bewegen und auch ein Bildfilter à la Instagram wurde gedacht. Wer das neue Feature mal ausprobieren will, sollte sich den neuen Game Ready Treiber für seine Grafikkarte runterladen und auch das Spiel auf die Version 1.24 updaten. Unterstützt wird das neue Feature nur von Nvidia Grafikkarten der 600er Serie oder neueren Modellen. Achtet nur darauf, dass ihr genug Platz auf der Platte für solche Bilder habt. Ich persönlich kann mir jedenfalls gut vorstellen, dass allein ein Bild schon ein paar Gigabyte an Speicher belegen könnte.